Willkommen zurück, ihr Panserianer-Ninnen. Heute präsentieren euch, wir euch, euch, wir, ne? Also hier so zusammen den allen euch Guckern, Zuschauern. Heute präsentieren wir euch, also der Badenser und ich, ne, Folgendes, und zwar ein Replay von dem neuen italienischen Achter. Ja, der Badenser, auch bekannt als Flowfish, Old Man und. Also Frank benennt sich ja alle 2 Monate um, ist mit seinem Achter und einem 10er Battle, also 3 Zehner, 5 Neuner, der Rest Farmviech, ne, auf der Karte steppen, wie immer Burner-Gefecht, Gegnerbasis erobern, Gegnerfahrzeuge zerstören. Als Auftrag hat er noch auf zum Verbessern, er hat ja schon alle MP-6 durch Schnellfeuer, Hauptbedingungen zerstören sie 6 Fahrzeuge, 3 verschiedener Typen, Mobsgesicht, Gewinn und Überleben. So. Ganz cool. Was ich an dieser Karte sehr mag, ist, ne, spielt sich natürlich immer noch alles hier so ab. Hier kloppen sich so diese Panzerungsmonster, hier die Hull-Down-Tanks, hier die Schnieper und da oder da oder da so, ne? Wenn du die Seite verloren hast, kannst du immer noch schön zurückfahren, dich hier so verstecken und alles abfahren, was dahin geht. Es gibt ja noch genug, die hier so hochfahren dann, anstatt hinter dem Berg. Ne, hier so. Und die kommen da. Und da hast du einfach easy farming. Nur mal so als Tipp. Ne? Denk daran, so Tipps sind immer so von mir, wo ich mir so Sachen abgeschaut habe und ja selber ausprobiert habe und sag, ja, das klappt. Ne? Wenn die Seite fällt, dann hau ich da hinten hin ab und mach trotzdem noch meinen Schaden. Zu spät. So, ganz kurz noch. Eure ganzen Replays habe ich. Aber ich kann sie leider zurzeit nicht aufnehmen. Weil Wargaming hat ja eigentlich angekündigt. Oh. Ja, bitte, bitte, aua, ne? PT, aua, ne? Munilager. Ganz schlimm bei dem. Wargame hatte ja gesagt, dass egal welche Version kommt, die alten Replays funktionieren doch drauf. Also die davor so waren, ne? Von 9.0.0.3 wird auch jetzt funktionieren. Ja, Pustekuchen funktioniert gar nicht. Gab es früher eine Seite, wo man sich alte Versionen immer runterladen konnte, falls man noch Replays hatte, die man nochmal bearbeiten möchte oder sich das nochmal anschauen möchte. Und die hat ja auch vor 1.0 dann aufgehört, weil es ja hieß, gibt's nicht mehr. Nun gibt's diesen Menschen aber noch bei Facebook, ne? WOT ältere Version. Ja, angeschrieben, und was macht er? Er ladet sie hoch. Ich lade sie gerade runter, das heißt, eure Replays kommen auch bald wieder. Also die älteren, ne, da gibt es ja so ein paar hier, so von Korkel zum Beispiel, das eine, was mir leider ein bisschen kaputt gegangen ist, das Replay, muss ich wieder neu aufnehmen, worauf Minen spielt. Ja, dann gibt es auch noch so ein paar andere Superrunden. Und ja, die kommen. Ne? Nicht denken, jetzt ist er schon so weit vorne. Nee, eure Replays kommen und ich danke euch wie immer sehr fürs Einsenden. Echt, macht einen super Job. So. Ja, habt ihr das jetzt wieder gesehen? Achtet mal hier, das ist unser Frank, ne? Aluhut Frank. Der immer so, alle cheaten. Aber seine Schüsse sind der Oberhammer. Na, ey, guck mal immer, wo er hinzielt. Ich meine, ich spiele mit Serverfadenkreuz. Deshalb seht ihr immer, wo das Serverfadenkreuz ist. Ne? Zieht ein bisschen nach, seht ihr das? Ja, auch nochmal getroffen. Ne? Zielt in die Mitte, der Schuss geht nach links, damit er auch penetriert. Das ist so, wenn ihr immer Fornox-Paket kauft, ne? Dann kauft ihr auch RNG. Karol Hummel, okay. Hummel. Jetzt würde ich da aber schon abhauen. Das ist nur noch ein AMX. Aber er hat lang genug unterstützt. Mensch, da hinten steht ein Streetswagen. 103 minus 0. Da unten hier auf der Minikarte zu sehen. Ne? Ich würde sagen, du gehst mal zu Reppi. Oder zu Gerrit und lässt dir zeigen, wie man TD spielt. Eine coole DPM und steht die ganze Zeit hinter. Auf was konnte er bis jetzt schießen? Ich würde mal sagen, auf nichts. Schade. Ah, er macht's. Cool. Jetzt könnt ihr es sogar sehen. Da. Er fährt da oben hoch. Ja, von da kann man ganz gut so schiedern. Ist ein bisschen arty-safe, außer es ist eine Conqueror drüben oder sonst irgendwas. Die so im Bogen schießen können, dann ist natürlich vorbei. T34, wenn der hochkommt. Oh, hier, oho, seitlich. Oh, wir sind gebounced. 3 zu 6, 4 zu 6, sehr schön. Das Schöne ist an den Gegnern, die kommen echt da hoch.
Ja, sehr schön zu sehen. ST1 bringt nichts mit AP. CR schon am Nachladen hier. Oh, sind wir überhaupt auf die Mumpeln eingegangen? Während er hier abfarmt, können wir das ja mal machen, ne? 212 Durchschlag, 240er Alpha. 259 Durchschlag, 240er Alpha mit APCR. Und Hö hat 45 Durchschlag, 320er Alpha zum Decappen. Hat er 3 mit, denke ich mal. Oder ein Scorpion G abfarmen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Er ist schon bei 1177 Schaden. Hey, schon Sarkasmus. 8 zu 7, ja, da haben sie wieder aufgeholt. Oh, du bist angepinkt von der Arti. Move as Camper Noob. Ja. Eine Arti beschimpft andere als Camper. Oh, sehr schön. Kommen die anderen noch? War zu tief. Jo. Zweimal gekettet. Läuft. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, ja. Das Thema besprechen wir gerade im TS immer bei uns im Clan. Mensch, der Jürgen. Jürgen, du müsstest ja jetzt heute, morgen irgendwann hier so bei uns auch wieder auftauchen, ne? Dein PC müsste ja reparationiert sein. Kein APCR mehr. Jetzt musst du neu umladen. Sehr schön. 1000 gespottet, also ermöglicht. Das hat er nicht gespottet so ganz. 1673 selbst fabriziert. So, wir wissen. Give a Ticker steht da. T34 da. Wo stehen die Stricherwagen immer? Hier so, ne? In dem Bereich. Um den da abzufarmen, denke ich mal. Und den. Scorpion G auch hier so. Was fehlt noch? Die andere Arti. Ja, die wird auch da stehen. So, jetzt holt er sich den T34. Panzerung weiß ich gar nicht von dem Teil hier. Okay, der hat verschossen. So wie die Wanne aussieht, wenn er so schräg steht, Autobounce-Winkel. Fährst du da jetzt echt hoch? Dann kriegst du auch vom T34. Jawohl. Nee, 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 hau ab. 419. Der Scorpion-Geber immer noch nicht offen. Pass bloß auf. Er ist ein schlauer Spieler, es hilft er dem T34 von hier so, diesem Bereich. Mal immer versuchen, die Verbündeten. IDOT. Report. Achso, Rapport hier. Ich, Chat ist ja hier. Chat, 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 Chat. Ich will den Chat lesen. Kann mal einer den Chat wieder aufmachen? Da wird ja geschimpft. Oh, Frank. Jetzt aber Ruf. Oh, hier, S1. Sehr schön. Jawohl. Die haben die Arti komplett alleine gelassen. Okay. Oh, der trifft, ja. Scorpion G auch noch da. Aufpassen. So, genau, Scorpion G. Schön Hulldown stellen. Vielleicht bounced was. Puh. Schön gebounced. 544 HP noch. Lad schnell, wollte ich gerade sagen. Scheiß drauf. Nicht komplett nachladen. Lade nach noch 7 Sekunden für die erste. Fuck. Aber jetzt verstehen sie sich wieder, hä? M55 und unser Frankie hier. De Badenzo. De Badenzo. No. No. De Badenzo. Frank, ey, du suchst auch einen Namen aus immer. Ey. Nenn dich doch mal Aluhut, Frank. Echt jetzt. Ach nee, das hattest du mal in einer anderen Sprache, ne? Aluhut. Stimmt, hast du ja auch schon durch den Namen. Arti ist rechts von dir. Ein noch. Na. Eine fressen und dafür rausnehmen jetzt. Tschüss. Jawohl, 14-8. Was ist das denn hier? Ein S1. Jawohl! 3790 Schaden, 1674 ermöglicht. T34, APCR only. Keine Chance gegen De Badenzo. Badenzo. So, ne? So, gucken wir uns mal die ausgewertete Wertung an. Da haben wir nämlich Folgendes. Da haben wir hier gar nichts, ne? War ein Loose, er war scheiße. Und ja.
Also da haben wir hier, ne, Mainz, dann hier ganz viel Kleinkram, dann hat er hier Levis-Medaille, ne, also hier zwei Panzer zerstören, die eine Stufe über deinem Panzer sind. So. Er hat das ganze Spiel gemacht. Ein Panzergrupp wurde 1674 gespottet, 400 gebonzt, 8 Module zerschissen, 4001 Schaden selbst fabriziert, 4 Panzer zurück in die Garage geschickt. Ich will mich ja immer so kurz wie möglich halten. So, mit dem Schaden ist er ganz knapp an erster Stelle. Oh, der hat ja noch rausgehauen dafür, dass er hinten so stand die ganze Zeit nachher. Ne? Ja, ganz gutes Spiel hier. So, 1374 Grunderfahrung hat er gehabt. So, Kreditos 57.302 und es blieben 10.238 Kredits übrig. Er ist ja gerade am Grinden in Italiano-Baum, ne? Deshalb hier 2061 mit dem Grind. 2061 ergibt eine Endsumme von 4.122 Erfahrung und 408 Freierfahrung. Badinda, ne, hier hast du, hier guckst du, ne? Hier beschimpfen wir uns wieder, wie immer, Frank und ich, ne? Seit 3 Jahren schon Clan-Kameraden. Deshalb, wir dürfen das, ne? Hier Cheater confirmed mit seinen komischen Schüssen immer in die Mitte zielen und nach links abdriften. Dann nennt er sie intelligente Mumpeln, ne? You know Sam. Also Sam, das ist so meine einer, ne? Und ich habe dann gelacht, ne, weil er sich da wehrt. Und ich meinte das eigentlich nur so als Scherz. Dann Your Bullets are paid, Hashtag for Nox. Ne? Also hier, pay to hit. Ne? Pay to hit hier. Ace Taker after the second game. Frank, ich danke dir fürs Einsenden. Euch allen natürlich fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir verbleiben einfach. Wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.